Ja, ich hatte ja irgendwie sowas angedroht, dass ich da noch was vom Wetter nachreichen wollte. Fangen wir doch mal mit der Claudia Kleinert an, damit wir auch mal A sehen, dass das, was sie hier erzählt, ich schon vor 14 Tagen erzählt habe oder vor 3 Wochen. Universell eigentlich schon vor einem Jahr, dass das Wetter schlecht wird. Und dann auch, wofür eure GEZ-Gebühren verwendet werden. Nämlich für Computer, die abstürzen. Hör mal. Das bleibt so wechselhaft, wie es die letzten Tage war. Wahrscheinlich wird es erst so am Wochenende dann doch mal deutlich freundlicher und auch ein bisschen wärmer. Das Tiefdruckgebiet, das gestern schon über uns lag, das hält sich ziemlich zäh. Auch heute noch dichte Wolkenfelder. Immer wieder mal hat es ein paar Schauer gegeben, zwischendrin nur kurz Sonnenschein und das bleibt auch. Normalerweise würde ich Ihnen jetzt unsere anderen Karten für die Nacht und morgen zeigen, aber uns ist kurz vor der Sendung der gesamte Computer abgerauscht und wir haben nicht mehr neu starten können. Deswegen erzähle ich Ihnen das jetzt hier drauf. In der Nacht vor allen Dingen so von Brandenburg. Ja, los, stopp, schade. Wenn die also da noch nicht mal einen Computer haben, der läuft. Ich kick mir hier einfach mal bei Nullschoolnet. Ja, da kicke ich mir mal an, wie das Wetter wird. Also ich kick mir einfach an, wie es im Moment ist. Und da kann man ja mal sehen, dass das Tiefdruckgebiet, von dem sie da redet, hier, von dem da, das ist schon ja nicht mehr zu erkennen. Aber es ist zwar zäh und verändert kaum seine Lage, aber wird eigentlich schon kaum noch dargestellt, würde ich mal sagen. Also, das hier, Moment, das ist eigentlich das, was uns jetzt gerade mal interessieren sollte. Worum es denn jetzt auch in der nächsten Woche geht, wo sie sagt, dann wird es sehr freundlicher und wärmer, bezweifle ich. Bezweifle ich ganz stark. Ich zeige mal ganz kurz, wie man hier auf das Menü kommt. Da kann man nämlich hier verschiedene Höhen abrufen, wie denn die Luftströmungen in verschiedenen Höhen sich verhalten. Und da sieht man relativ eindeutig, dass die ganze Sache ja, wie ihr sagt, in Europa kaum noch erkennbar ist. Der bei uns ist und der Folge. Tiefdruckwirbel hier oben, der da. Die werden interessant. Und die werden ja letzten Endes ausgelöst von Strömungen, die ein bisschen kräftiger sind und weiter höher liegen. Hier sind wir bei 500 Millibar. Ja, und hier wird es dann richtig ungemütlich bei 250 Millibar. Welcher Höhe das entspricht, das zieht sich jetzt meiner Kenntnis. Aber hier sehen wir auf jeden Fall, warum der nächste Tiefdruckwirbel, den Claudia Kleinert euch noch nicht zeigen möchte, warum der wahrscheinlich, da ganz noch viel höher ist jetzt nicht mehr viel los, aber hier in dieser Höhe wird eigentlich das Wetter produziert, was darunter stattfindet. Und da sehen wir ja also, dass dieser Tiefdruckwirbel hier jetzt im Moment, der uns jetzt hier auf den Azoren gerade beschäftigt, wenn der denn zu euch rübergerückt ist, dann habt ihr Freude. Das ist nächste Woche. Das wollte ich nur mal kurz noch anhängen, hatte ich ja versprochen. Okay. Tschüss. Und Peace immer, wa?